Also ich habe seit bald 15 Jahren da in Feistina eine eigene Therapie, Praxis für Physiotherapie. Die ist noch mit der Zeit jetzt zu klein geworden und wird auch für andere Zwecke gebraucht. Deshalb haben wir uns entschieden, dass wir Wohnen und Therapie kombinieren und da herunten in Feistina das Therapiezentrum Bewegungsfeld entstehen lassen. Es war uns wichtig, dass wir einen Platz für Wohlbefinden, Gesundheit da schaffen, also einen Ort der Bewegung und Begegnung. Es war uns wichtig, dass da möglichst viel natürliche Stoffe verwendet werden, weil man sich einfach wohler fühlt und man schneller gesund wird, wenn es ein angenehmes Raumklima hat. With you the sun is shining 24/7. Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be... Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Green Living, dem nachhaltigen Wohnmagazin der Salzburg AG. Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde und da fragt man sich gerade beim Hausbau, wie kann ich denn wirklich langfristig und nicht nur auf ein paar Jahre gesehen nachhaltig und energieeffizient planen. Eine Familie, die das hervorragend umgesetzt hat, wie man hier am Beispiel hinter mir ganz gut sehen kann, ist die Familie Wölfle aus der Feistenau. Und weiters in unserer Sendung haben wir unseren Experten zu Gast zum Thema Grundrissplanung. Er zeigt uns, wie man hier am besten Geld sparen kann und sagt uns auch, welche Fragen man sich gerade am Anfang unbedingt stellen sollte. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir vorbei bei Agnes und Guido Wölfle. Bitte, hereinspazieren. Also zum Projekt Wölfle in der Feistenau sind die speziellen Dinge einfach gewesen, dass einfach einmal eine sehr spannende, nicht alltägliche Herausforderung war, weil es einfach ein Gebäude ist, das mit unterschiedlichen Nutzungen bespielt wird. Also wenn wir es grob unterteilen, das Keller, Erd- und Obergeschoss, haben wir im Keller einfach das Thema mit der Turnhalle und mit diesem Bewegungsraum. Im Erdgeschoss ist eine Therapiepraxis drin für den Bereich Physiotherapie, wo die Bauherrin Solm drin arbeitet mit ihren Partnerinnen. Und im Dachgeschoss oben haben sie eine Wohnung geschaffen, eine Dreizimmerwohnung. Guido, wir sind jetzt in eurer wunderschönen Wohnung, in der ihr aber eigentlich noch gar nicht wohnt, oder? So ist es. Die Wohnung ist von uns für uns geplant. Also wir haben uns da sehr viel Gedanken gemacht drüber. Wohnen aber noch nicht drin, weil wir mit 4 Kindern natürlich ein bisschen mehr Wohnraum brauchen. Mhm. Und das Ganze ist eigentlich gedacht als Alterswohnsitz. Mhm. Ein sehr, sehr schöner Alterswohnsitz mit einem traumhaften Ausblick da. Was war euch denn wichtig beim Bauen? Wichtig, wie schon in der Therapie, die Bausubstanz mit viel Holz, mit vielen natürlichen Baustoffen. Das Ganze haben wir eben auch hochgezogen in die Wohnung. Und das Ganze war uns irgendwie bewusst, dass das eine super Basis ist dafür, dass man sich hier wohlfühlt. Mhm. 85 Quadratmeter hat die Wohnung, oder? Genau. Aber sie ist natürlich nicht unbewohnt, gell? Das muss man jetzt auch dazu sagen. Genau. Da wohnt jetzt die Verwandtschaft. Da wohnt jetzt die Verwandtschaft, ja, richtig. Ja, wir haben eine großzügige Dreizimmerwohnung angetragen und waren uns nicht ganz klar, wie wir sie verwerten, bis sie dann für uns zur Verfügung stehen muss. Und es hat sich dann herauskristallisiert, dass wir es innerfamiliär vermieten. Mhm. Das heißt, da wohnt jetzt wer aus der Familie? Da wohnt jetzt mein Schwager, der Bruder meiner Frau. Mhm. Und das ist ganz eine nette Geschichte, weil der war der federführende Bauleiter von der Holzbaufirma. Das heißt, der hat sie selbst gebaut. Der hat es gebaut, hat es für gut befunden und hat gesagt, da ziehe ich gleich ein. Genau so ist es. Ja. Sehr schön. Zur Küche, was gibt es da speziell zu sagen? Was war euch denn da wichtig? Ja, auch Hochwertigkeit. Einerseits die Beziehung zum Wohnraum. Das ist jeder Klassiker, Wohnküche, dass das Ganze als gesamter Raum funktioniert. Und dass der Koch eben auch, oder Köchin auch, da ein bisschen dabei ist in der Gesellschaft. Und die Küche selbst vom System her ist ja Vollholzküche, also auch hochwertig, einfach zusammen durchgängig mit dieser ganzen Vollholzphilosophie, weil sie das einfach gut angreift und gut anfühlt. Mhm. Und einen speziellen Ofen habt ihr auch da?
Genau, zum Thema Holz. Also das ist unser Herzstück da in der Küche. Das ist der Holzherd, der eben jetzt auch schon den Weg hereingefunden hat und der uns eigentlich jetzt schon eine große Freude macht. Also wir werden auch ab und zu bekocht drauf. Sehr und gut. Wir freuen uns schon, wenn wir ihn selber verwenden dürfen. Was wirklich toll ist, ist, es ist so unglaublich hell mit den großen Fenstern. War das was, wo du sagst, es war euch ein großes Anliegen? Auf alle Fälle, wobei ich zugeben muss, es ist eher von der Agnes gekommen. Also grundsätzlich so ein bisschen der skandinavische Ansatz, Licht und Sicht. Und ja gut, mit dem Ausblick? Mit dem Ausblick, der zahlt sich aus, dass man sich den in den Wohnraum holt. Und es ist natürlich immer ein bisschen Abwägung. Wenn man raussieht, sieht man natürlich auch rein. Und das Ganze ist auch von der Sonnenenergie her ein bisschen ein Thema, aber das löst man mit außenliegendem Sonnenschutz. Mhm. Und wie sich jetzt zeigt, überwiegen die Vorteile. Man muss schon sagen, immer wenn man in ein Gebäude geht, das zum Großteil aus Holz ist, es ist einfach unglaublich gemütlich, oder? Vom Raumgefühl. Auf alle Fälle, ja. Das haben wir uns erhofft und sind wirklich begeistert, wie das wirkt. Hier kommt natürlich noch dazu, dass es sich um eine Zirbenwand handelt. Das ist jetzt nochmal was Besonderes. Ich bin ein großer Zirbenfan und diese Wohnzimmerecke in Zirbe, die ist für mich ein richtiger Ort der Erholung. Herrlich, habt ihr es da. Ja, das ist jetzt eben unsere Dachterrasse. Sehr großzügig, 60 Quadratmeter. Wahnsinn. Die ist eben dadurch entstanden, dass wir unten die Therapiefläche haben und mit der Wohnung auf diese 85 Quadratmeter drei Zimmer gegangen sind. Mhm. Und dadurch hat sich eigentlich eher als Nebenprodukt diese super Terrasse ergeben. Ein sehr nettes Nebenprodukt mit dem Ausblick, das ist wirklich ein Hammer. Allerdings, ja. Und sie ist wirklich Winter wie Sommer eigentlich auch ein Platz, wo man sich richtig schön erholen kann. Mhm. Sag mal, zum Thema Heizen, wie heizt ihr denn das ganze Gebäude überhaupt? Geheizt wird das Gebäude mit einer Luftwärmepumpe. Mhm. Das hat sich irgendwie so herauskristallisiert, weil wir geologisch eher ungünstige Verhältnisse haben. Also Grundwassernutzung ist ziemlich schnell einmal ausgeschlossen worden. Mhm. Und das Ganze in Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Relativ große Photovoltaikanlage. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Gibt es da schon irgendwelche Werte, wo ihr sagt, okay, da merkt man einfach schon, dass man Ersparnis hat? Ja, wir haben schon erste Auswertungen, die zeigen, dass wir eigentlich sehr energieeffizient sind. Also besser, als ich es mir erhofft hatte. Diese Effizienz, die nutzen wir natürlich im Winter zum Heizen, aber umgekehrt auch im Sommer für die Kühlung. Wir haben im ganzen Gebäude, also in den Wänden und in der Wohnung, im Dach, in der Dachschräge Kühlelemente eingebaut, die mit der Photovoltaik betrieben werden. Und das ist natürlich noch netter, wenn man die Kühlung, also die Konditionierung der Räume mit Sonnenstrom macht. Das ist wahr. Ich würde es mir zwar wirklich gerne jetzt da gemütlich machen auf eurer schönen Terrasse, aber drinnen gibt es noch einiges zum Sehen. So ist es. Schauen wir nochmal rein, oder? Gehen wir bitte, ja. Während Guido und ich wieder nach drinnen gehen, gibt uns unser Experte noch Tipps rund um die Grundrissplanung. Worauf kommt es denn wirklich an und wo kann ich sparen? Ganz am Anfang ist einfach wichtig, dass man es einfach weiß, dass ein Projekt so aus mehr als wieder Getriebe und Zahnrädern besteht. Und aus meiner Sicht ist das einmal vorne das Team, dann ist das Thema der Quantität. Was brauche ich, wie groß? Dann ist die Frage der Qualität. Wie gut ist die ganze Geschichte? Aus der Quantität und der Qualität entspringen in Wirklichkeit oder resultieren die Kosten. Und dann sind nur Faktoren, sage jetzt einmal, wie Zeitplanung, wie viel Zeit habe ich und wann muss das Projekt fertig sein. Und dann noch ein Part, der auch ganz wesentlich ist, ist das Thema der Architektur. Darum ist einfach wichtig, dass man sich am Anfang als Bauherr, natürlich kann man das sehr gut mit seinem Planer erarbeiten, aber Gedanken macht, was brauche ich wirklich? Weil am meisten kann ich sparen, unter anderem, indem ich das, was ich nicht brauche, einfach nicht baue. Ja, aber was brauche ich denn eigentlich? Klassiker ist immer bei meinen Terminen, wo ich frage, Keller. Und jeder sagt, ja, klar braucht man einen Keller. Und wenn ich dann frage, was da mit dem Keller rein, dann kommt als erster die Waschmaschine,
Für mich gehört aber die Waschmaschine in das Obergeschoss, weil sonst hat die Frau ein großes Hobby, das heißt Wäsche im Haus, um und umtragen. Und dann kommt noch das Thema Sauna. Eine Sauna, wo ich Platz habe, die braucht 2 Quadratmeter, 3 Quadratmeter, gehört für mich ins Bad, ins Ober- oder Dachgeschoss, weil jeder, der eine Sauna daheim hat im Keller, weiß, dass er zum Schluss da nicht oft runter geht. Wenn aber heutzutage in ein Hotel geht und die Sauna ist im Dachgeschoss und du hast einen Blick auf die Berge, dann nimmst du die Sauna her und das kann man absolut aufs Einfamilienhaus auch ummünzen. Dann kommt noch das Thema, ja, dann lagern wir die Ski unten. Die Zeiten haben vorbei, alle die Ski zu horten, sondern du leihst dir die Ski aus und gibst das wieder zurück. Es bleibt also bei speziellen Fällen, aber kann man den Keller wirklich in Frage stellen? Ohne dass ich wem was ausreden möchte. Man sagt, du, ich möchte es haben, beim Keller kannst du nie sagen, den baue ich wieder dazu. Zumindest nicht unter das Haus. Aber das sind wesentliche Entscheidungen. Auch die Entscheidung über die Grundrissart ist ein wichtiger Punkt bezüglich der Kosten. Die großen zu nennen ist entweder so ein fließender, offener Grundriss oder Grundriss, wie man sagt, auch Flurtyp dazu, die alles über Gänge sozusagen separat erschlossen ist. Und da sollte man sich einfach auch die Frage stellen, welchen Typ will ich in Wirklichkeit haben, weil natürlich umso weniger Gänge ich habe, umso weniger Türen brauche ich, umso mehr kann ich auch im Grundriss sparen. Großes Thema ist immer Anzahl der Kinderzimmer. Also es kommt immer, ja, drei Kinder, drei Kinderzimmer. Brauche ich wirklich drei Kinderzimmer? Kann ich nicht auch sagen, wie lang ist die Phase, wo wirklich alle Kinder daheim sind und jeder Einzelne es braucht? Du, der Nächste geht ins Internat, der Nächste zieht schon aus. Kann man nicht auch sagen, du, wenn ich mir drei Wünsche und drei Kinder geschenkt kriege, komme ich auch nicht vielleicht mit zwei aus? Brauche ich ein eigenes Gästezimmer? Jetzt wie beim Kinderzimmer. Kinderzimmer hat 15 Quadratmeter, Gästezimmer hat 15 Quadratmeter. Spare ich die zwei ein, spare mir 30 Quadratmeter. Das ist ein Haufen Geld und kann ich nicht sagen, wenn ein Gast da schläft, dass ich zu den Kindern sage, du, haut euch doch einmal zusammen und der schläft da, weil wie oft ist denn wirklich ein Gast im Haus da? Das sind 3 Nächte im Jahr oder 5. Ja? Das muss ich mir einfach fragen, wenn ich das will und mir das leisten kann und das auf meinem Grundstück Platz habe, ist ja das alles in Ordnung. Wenn ich aber sage, du, ich möchte da irgendwo das angepasst machen und vielleicht ein wenig optimierter, dann darf ich mir diese Fragen stellen. Super schön, euer Badezimmer. Was war euch denn da wichtig? Ja, danke. Ja, also einerseits die optimale Raumausnutzung, dass wir auf möglichst kleiner Fläche das unterbringen, was wir brauchen. Schöne großzügige Dusche, großformatige Fliesen, ja, das sind die Dinge, das sind die Geschmacksdinge. Ja. Ja, gefällt jedem was anderes. Aber auch wieder sehr Natürlichkeiten, gell? Genau, Natürlichkeiten mit eben dem natürlichen Baustoffen, auch dem Sichtholz, dass wir das auch in Nassraum herausarbeiten, dass das einfach durchgängig ist in der ganzen Wohnung. Und wichtig war uns auch die Badewanne, die darf für uns in keinem Badezimmer fehlen. Das verstehe ich, wobei die Dusche auch richtig toll ist und vor allem barrierefrei, gell? Genau, das ist auch so ein Thema, das sich ein bisschen durchzieht. Mhm. Gut, dann schauen wir weiter. Gerne. Ja, und hier, wenn wir gerade vorbeigehen, das sind unsere Lichtschalter, die ein bisschen eigentümlich ausschauen. Das ist ein Bussystem, das zieht sich durchs ganze Haus. Ist ein bisschen aufwendiger von der Installation, hat aber den Vorteil, dass man im ganzen Haus alles den Anforderungen entsprechend verschalten kann. Also ich könnte jetzt den Schalter so programmieren, dass ich das Dachflächenfenster im Kletterturm öffne und schließe. Und das ist natürlich für die Zukunft eine super Option, falls sich Anforderungen ändern, damit man was ändern, anpassen kann. Ja, das ist jetzt unser Schlafzimmer. Ah, mit einem schönen Zirbenbett. Genau, das Zirbenbett zieht sich durch. Die Wandflächen sind hier Standard Fichte. Das haben wir auch bewusst gemacht, weil es gibt, soll Leute geben, denen Zirbenduft nicht taugt. Das kann ich nicht verstehen. Kann ich nicht nachvollziehen, aber das ist der Grund, warum wir im Schlafzimmer auf Fichte geblieben sind. Aber natürlich, die Zirbenelemente dürfen bei uns nicht fehlen. Sehr toll, ja. Das Ganze ist nach Osten ausgerichtet, das heißt gegenüber der Süd- und West ausgerichteten Räume, hellen Räume, ist das ein bisschen ein Zufluchtsort. Das kann man abdunkeln, das wird irgendwann einmal heimelig zum Schlafen. Das war eigentlich so der Gedanke beim Schlafzimmer, genau. Eine Besonderheit hat der Raum, und zwar vom Grundriss her, ursprünglich wäre der Raum nur bis hierher gegangen. Also deutlich kleiner. Genau, deutlich kleiner. Ich würde fast sagen, zu klein für ein Schlafzimmer.
Und da hat der Architekt, der Christoph Mösel, die Idee gehabt, den Raum halt einfach zu vergrößern. Mhm. Wie funktioniert das? Hier dahinter ist unser Kletterturm. Und wir sind mit dem Raum einfach um diesen halben Meter vorgesprungen, weil jeder Kletterturm braucht einen Überhang. Und ja, klar. Das kannst du jetzt bei der Agnes anschauen. Das schauen wir sehr gerne an. Guido, vielen Dank, dass du uns die Wohnung gezeigt hast. Bitte dann gerne. Schauen wir zur Agnes runter. Ja, ich bringe ihn an. Schau, Lüde, da warst du jetzt gerade oben, da ist der Überhang quasi. Dahinter warst du im Schlafzimmer. Ja. Und das ist jetzt unsere Turnhalle, unser Bewegungsraum sozusagen. Da kann man raufklettern ohne einen zweiten, also mit Selbstsicherungsautomaten. Mhm. Dann wird der Raum genutzt für diverse andere Sachen. Es ist der Holzboden durchgezogen im ganzen Haus. Wunderschön, ein Eichenboden ist das, gell? Genau, Eichenboden. Das heißt, da finden Yogakurse statt. Pilateskurse, Tanzen, es kann aber auch für Vorträge genutzt werden oder für Kindergeburtstage oder Geburtstage. Wir haben andere Geräte noch da im Haus, also Langbänke und alles Mögliche. Ja, und ich habe gesehen, oben habt ihr eine lange Glasfront. Ja, unsere Gletscherspalte für einen Kletterturm sozusagen, dass der Lichteinfall von allen Seiten da gegeben ist und dass wir das einfach die Hanglage optimal ausnutzen. Mhm. Da ist der Treppenlift, damit die Barrierefreiheit im ganzen Haus gegeben ist. Und da kann man schon in die Boulderbox hinein. Außen sieht man den Türöffnungscode, weil man sie ja übers Internet einbuchen kann und dann quasi den Zugang kriegt von außen bei der Eingangstür und für diese Türen. Ah, okay. Also da braucht man dann gar niemanden, gibt seinen Code ein, kann einfach rein mit Freunden. Für den Zeitraum, den man gebucht hat, kommt man dann einer. Im Keller befindet sich auch der große Technikraum. Das ist das Herzstück der Haustechnik. Wir haben hier die Wärmepumpe, die Zuleitungen, Strom, Salzburger AG Internet. Wir haben einen Pufferspeicher für Warmwasser und für die Heizung. Und hier im Technikraum ist auch unser Serverschrank. Der ist deswegen hier situiert, weil er versperrbar sein muss, damit man auch mit Datenschutz, mit Patientendaten keine Probleme bekommt. Für Agnes und mich geht's barrierefrei mit dem Lift ins Erdgeschoss. Das mit dem Lift ist eigentlich ab der ersten Sekunde für den Bauherr Thema gewesen und haben wir dann verwirklicht. Und hier gehe ich einfach aus ganz positiv mit dieser Hanglage, kann man ja mit dem Auto im Kellergeschoss barrierefrei zufahren, man kann im Erdgeschoss barrierefrei zufahren. Und der Lift ermöglicht eben das, dass man sozusagen alle Ebenen sozusagen dann auch barrierefrei miteinander verbindet. Da sind wir jetzt im Herzstück der Therapie. Mhm. Das sind die verschiedenen Therapieräume. Sehr schön. Alles in Holzkulten wieder. Der Handlauf ist auch klasse. Und da haben wir einen von unseren Therapieräumen. Mhm. Ah, sehr schön. Eine Wand in Zirbe gehalten. Und auch wieder der Geruch, gell? Man fühlt sich sofort wohl. Was habt ihr für Beleuchtungssysteme eigentlich? Ihr habt überall diese länglichen Lampen, oder? Genau, das zieht sich durchs ganze Haus, diese länglichen Streifen. Mhm. Sind alle dimmbar. Genau, und mit Spots halt kombiniert, dass man die Wände ein bisschen in Szene setzen kann. Mhm. In dem Raum, was findet da für Therapie statt? Was kann man da alles machen? Unterschiedlichste Therapien, also Osteopathie, Physiotherapie, Ergotherapie. Wir haben sehr viele Kinder da, wenn man den diversen Sachen sieht. Arbeiten und Wohnen unter einem Dach. Ein klarer Trend, den auch unser Experte sieht. Wir diskutieren über Autoverkehr und Verkehrsaufkommen, CO2-Belastung und dergleichen. Jetzt kann man diskutieren, wie groß der CO2-Abdruck der Verkehrssituation in Österreich ist. Aber trotzdem, man sollte nicht nur an den großen Schrauben drehen, sondern vielleicht als kleiner und die man als einzelner Mensch in der Hand hat. Und ich bin der Meinung, dass schon auch mit der vergangenen Situation jetzt das immer mehr kommt, dass man sagt, man arbeitet einmal einen Teil daheim. Und wenn man zum Schluss in der Woche nur 3 Tage in die Firma fahre und 2 Tage daheim bin, dann habe ich mal schon
errechenbar einen gewissen Anteil an Kilometer gespart, was für die Umwelt und für die CO2-Belastung gut ist und für einen selber auch, wenn der durchschnittliche Arbeiter vor einer halben Stunde da arbeitet und ich spare mir jeden Tag eine Stunde, kann ich die für was anderes verwenden. Und wir spüren schon, dass das Thema wird und auch Thema ist. Ja. Ja, Agnes, vielen, vielen lieben Dank, dass wir uns eure Wohnung anschauen haben dürfen und das Bewegungsfeld. Ich wünsche euch alles sehr Gute gern. Für die Zukunft. Danke. Bis zum nächsten Mal. Das war's auch schon wieder von Green Living, nachhaltige Wohnträume hier auf Salzburg AG TV. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Dann bitte gerne ein Like hinterlassen. Wenn ihr mehr Folgen von Green Living sehen möchtet, einfach hier klicken und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo. Bis zum nächsten Mal.